Liebe Leute, mein Name ist Dragner, willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, versprochen, wie auch immer, wir werden in der neuen Basis starten. Ja, gab eine kleine Überraschung. Die Basis steht noch nicht, bis auf ein großer Raum. Das war's. Denn ich war auf der Suche nach Silizium. Heißt es so? Silizium? Muss ich glatt nochmal nachgucken? Lithium? Nur Lithium? Ja. Und dann ist mir ein bisschen was in die Hände gefallen. Also einmal, ihr seht schon, ich habe Nickelerz gefunden und zwar nicht zu knapp. Ich habe auch schon die Verbesserung gebaut für den Sea-Truck. Wir können ab jetzt 900 Meter in die Tiefe tauchen. Das ist aber nicht das Einzige, was mir in die Hände gefallen ist. Ich habe mich ein bisschen in die Höhlen geschlichen mit unserem Sea-Truck. Etwas weiter in die Höhlen rein, als ich eigentlich wollte, um an Lithium zu finden oder an Lithium zu kommen. Und jetzt drehe ich mich einfach mal um. Ja, hier unten. Na, hallo. Ich habe eine Basis gefunden. Überraschung, Überraschung. Wir sind hier, ich weiß gar nicht, wie das Biom heißt, keine Ahnung. Muss ich passen. Auf jeden Fall, wo ist der Sea-Truck? Hier. Dann in die Richtung schwimmen die ganzen Seekobolde rum, wo man das Heizkraftwerk findet. Ja, plötzlich geht eine Textpassage auf. Ich blende die mal kurz ein. Wer will, kann sich's durchlesen. Türcode 2247 und zwar Pilotin. Diese Pilotin, die uns mal auf der Raketeninsel angesprochen hat, hat sich plötzlich bei mir gemeldet. Und das ist ihre Basis. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Okay, hier kann ich gleich mal irgendwas scannen. Fragment einer großen Glaskuppel. Okay, für den großen Raum. Ich werde hier definitiv mehrere scannen können. Ich habe nämlich schon etwas entdeckt. Und zwar das hier. Es ist das Tauchdock. Das, was ich eh schon gesucht habe. Hier haben wir auch den Krebsanzug von ihr. Und Überraschung. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt auf die Tuse selber auch treffen. Den Krebsanzug kommen wir natürlich nicht rein. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier sonst noch finden. Aber jetzt haben wir theoretisch die Tauchbasis. Wir könnten weiterbauen. Ich glaube zwar langsam, dass ich den Krebs überhaupt nicht brauche, aber wir könnten trotzdem. Was habe ich gesagt? 2247? 46? Irgendwie so? 2247 hat anscheinend gestimmt. Na, wer ist denn da? Wahrscheinlich ihr Schoßhündchen. Ja, da ist sie. Name's Marguerite Maeda. Now, you owe me. You trained a stalker? How long have you been here? Too long. That alien tablet you had, I need it. You mean this thing? What do I care what you need? Das knabbert auf meiner Tafel rum. Lady, I want off this jumped up puddle of a planet. If I help you, will you give me the tablet? If you help me, I won't kill you. Mhm. It's a start. You can stay here to catch your breath. The moment you're ready, get off my sea base. Netter Zeitgenosse, würde ich sagen. Irgendwas kann ich scannen. Margaret. Was kommt denn raus? Okay. Ein Profil, ein Serbaren Perimeter Abwehrmodul. Oh, das ist interessant. Aber wir können hier doch bestimmt noch mehr scannen. Gibst du mir die Tafel? Natürlich nicht. Ich möchte nicht wissen, was das hier genau für ein Schädel ist. Kein Tisch, nichts zum Scannen. Ein paar Reifen. Oh,
Also ich kann die Dusche scannen. Ich will die Pflanzenkübel haben. Eine Toilette. Gut. Zukünftig können wir auch aufs Klo gehen. Ich weiß ja nicht, wie wir das die letzten Tage gemacht haben, aber zukünftig kein Problem mehr. Aber ich kann die Pflanzenkübel nicht scannen. Warum kann ich die Pflanzenkübel nicht scannen? Bisschen Happa Happa. Ganz schön viel Müll hier. Schlafzimmer, okay. Hier vergnügt sie sich wohl mit ihrem Hündchen. Teddybär. Das war's jetzt wirklich schon. Okay, war jetzt bei weitem nicht so ergiebig, wie ich mir das gehofft habe. Ich muss es jetzt leider nochmal probieren. Ich will doch nur anpflanzen können. Ich hätte gern meinen eigenen Chili-Baum. Aber Batterien komme ich auch nicht ran. Schaut so aus, als wenn es schon gewesen wäre. Können wir ein Klo bauen? Und die Glaskuppel, Glaskuppel natürlich. Aber ganz wichtig, wir hätten das Tauchdock. Die Frage ist jetzt nur, brauchen wir es? Ich glaube fast nicht. Wir haben ein Update bekommen oder ein Upgrade. Hier, Seebahn. Damit können wir wohl die Reaper, wenn sie auf uns losgehen, verscheuchen. Probieren wir doch mal direkt aus. Ihr seht es auch oben in der Mitte, 900 Meter. Oh, okay. Der Boost funktioniert. Nicht dieses komische Abwehrmodul. So, jetzt booste ich mich hier gerade. Ja, okay. Angehalten. Keine Ahnung, wie das mit diesem Abwehrmodul funktioniert. Ich dachte mir eigentlich, dass man das wahrscheinlich aktiv benutzen muss. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, aber wo geht's jetzt wieder raus? Hier hinten vielleicht? War jetzt nicht so ergiebig, wie ich dachte. Und ich habe auch keine Ahnung, was diese Platte ist, was von der gerade gesprochen wurde. Ich glaube, für das an sich Ziel des Spiels hier wegzukommen, war das jetzt ziemlich unnütz. Was bräuchten wir denn eigentlich für das Tauchdeck? Tauchdock. Zweimal Titan, Schmierstoff, Blei. Hauptproblem ist gerade, dass ich kein Lithium habe, aber es hieß Titanbarren. Titanbarren, dafür brauche ich kein Lithium. Das ist einfach nur ausgebautes Titan. So, ich muss mich kurz orientieren. Wartungsarbeiten. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Oder wir könnten, aber eigentlich würde ich gerne die Anhänger abkuppeln, aber da müsste ich jetzt runter zur Basis abkuppeln und wieder rauf. Das ist jetzt gerade ein bisschen zu blöd, weil irgendwo hier müsste noch der Abgang zu diesen Schloten sein. Den habe ich eigentlich gesucht. Da war doch dann irgendwo dieses ganze Lithium, diese ganzen fetten Felder, wo alles voll war mit Lithium. Und genau diese Höhle, da wollte ich hin und ich habe sie nicht mehr gesehen.
Ich habe das Gefühl, hier unten in der unser Abwehrsystem, das leuchtet so komisch. Als wenn es aktiviert wäre. Angegriffen wurden wir trotzdem, wie man sieht. Ich glaube, ich habe sie gefunden, die Lithiumfelder. Ja. Inventar muss ich nicht unbedingt leer machen. Können wir auch so aussteigen und schnell ein bisschen was sammeln. Robin, I've got good news and bad. What's the good news? We've got a launch bay back online and we're prepping the marine teams. Bad? Our supplies of enzyme 42 deteriorated overnight. How? We're looking into it. If the bacterium got out, you'd have no cure. And you're the only person we have within range of an Emperor population. Don't worry, I'll find them. Roger that. Keep us posted. Soldaten, okay. Ich würde das jetzt gerne nochmal nachlesen. Vorräte an Enzym 42. Aha, aha, aha. Eigentlich bin ich ja einfach nur auf der Suche nach Lithium. Da weiter unten geht's weiter mit den Lithiumfeldern. Ich hole nur ganz kurz die Seebahn. Weil Luft finde ich hier definitiv nicht. Und dann tauchen wir einfach weiter ab, würde ich sagen. Jetzt brauchen wir uns über die Tiefe überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich schätze mal, mit 900 Metern kommen wir überall hin, wo wir hinkommen sollen. Mehr wird es wahrscheinlich nicht geben. Und ich glaube, größere Tiefen wird es auch nicht geben. Sag mal, war hier nicht sonst immer alles voll mit Lithium? Hier haben wir noch ein bisschen was, sehr gut. Kann doch noch nicht alles gewesen sein. Hier vielleicht noch. Schaut, oh. Nicht so aus. Jetzt bin ich tatsächlich etwas erschrocken. Wie viel haben wir denn? 6 Stück. Na, ich weiß ja nicht. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kein Problem. Wir können es auch einfach so machen. Also eigentlich sollte er, wenn wir jetzt da rückwärts ranfahren, sollte er das eigentlich ankoppeln automatisch. Ja, haben wir. Für was brauchen wir denn alles Lithium? Ich hätte jetzt an sich gerne einen Reaktor. Der ist oben oder unten, anscheinend in die andere Richtung. Kernreaktor. Blastahlbahn sind 2 Lithium, glaube ich. Hm.
die Ladestation wären 4 Lithium Kabelsatz, erweiterter Kabelsatz, da weiß ich jetzt gar nicht. Kein Lithium. Hier auch nicht. Nur dann sollte es eigentlich reichen. Schauen wir mal. Entschuldigung. So ganz weg ist mein Husten immer noch nicht. Wir sind jetzt in der dritten Woche. Aber es wird definitiv besser. Warum hat denn mein zweiter Anhänger kaum noch Leben? Den reparieren wir mal lieber. Also zu dem Nickelerzen möchte ich noch sagen, wir hätten wahrscheinlich gar nicht in diese krasse Tiefe gehen müssen, wo ich hingeschwommen bin, um Nickel zu suchen. Allein schon hier in der Umgebung findet man Nickel, man muss nur wissen, wie es ausschaut. Das ist alles. Bisschen hier einfach nur durch die Gräben schwimmen, das langt teilweise schon. Ich habe allein hier in den Gräben, glaube ich, 3, 4, 5 Nickel gefunden. Ja, die Energie vom C-Truck geht auch langsam aus. Das ist der Grund, warum ich dann auch gerne eine Ladestation hätte. So, jetzt schauen wir mal noch. Ich würde gerne noch schnell die Sachen scannen, wenn mich der Fisch nicht frisst. Einfach nur, weil es gerade ein bisschen Titan ist. Titan werden wir jetzt wieder brauchen. Ich habe auch versucht, ob man dann unten mit Solaranlagen arbeiten kann. Das ging aber anscheinend nicht. Also zumindest ist nicht ein einziger Energiepunkt regeneriert worden. Hätte mich aber auch ein bisschen gewundert, wenn da unten Solar funktionieren würde. Eigentlich ist es ja viel zu dunkel, wir sind viel zu tief. Aber kann man ja nicht wissen. Ich habe es auch schon wieder abgerissen, glaube ich, ist keine mehr da. Auch den Raum zu setzen war jetzt gar nicht so leicht. Also ich musste fast schon ganz runter zum Boden. Weil man sich hier quasi nirgends wirklich befestigen konnte. Da. Eine Boje sollte ich vielleicht auch noch setzen. Einen Scanraum wollte ich eigentlich ja auch bauen. Das war eigentlich auch der Hauptgrund für die Basis irgendwie. Aber ich glaube, den Scanraum brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe, glaube ich, gar nicht alles dabei. Blastahl, erweiterter Kabelsatz und Blei. Das kann ich hier unten noch. Ah, okay, das Abwehrmodul. Erweiterter Kabelsatz haben wir gesagt und Blei.
Oh, und jetzt geht's wieder los. Ich brauche Kupfer, ich bräuchte Tischkoralle. Irgendwie habe ich die Befürchtung, dass es jetzt daran hängen wird. Tischkorallenprobe. Ja. Und ich bezweifle jetzt irgendwie, dass wir hier eine Tischkoralle finden werden. Also Uran und sowas haben wir dann auf jeden Fall genug. Hier übrigens, ah ne, das ist jetzt Magnetit. Aber ungefähr genau so schaut Nickel auch aus. Das ist nämlich nichts wie hier das Gold, was man zerklopfen muss. Sondern das hängt einfach irgendwo oder liegt einfach irgendwo. Jetzt als Vorzeigeobjekt ist natürlich keins da. Das dachte ich mir, jetzt zeige ich das mal kurz. Ich habe hier vorher so viel gefunden. Also es ist natürlich jetzt nicht so unglaublich gesegnet. Aber es war mehr als genug vorher da. Das ist Gold. Das ist wieder Magnetit. Ah, hier vielleicht? Ne, das ist Silber. Doch, hier, Nickelerz. Liegt einfach so da, zack, fertig. Aber wie ich es schon befürchtet habe, eine Tischkoralle werden wir hier nicht finden. Gut, unter diesen Umständen werde ich dann diesmal meine Basis in der nächsten Folge fertig haben. Ich werde das diesmal wirklich offscreen bauen und werde mich nicht ablenken lassen. Versprochen, hoch und heilig. Sollte ich vielleicht nicht tun. Merkt man ja bei Journey to the Next Nature Savage Planet, so heißt, dass ich mich gerne ablenken lasse. Aber nein, ich werde die Basis für die nächsten Folge fertig bauen und dann gucken wir uns, hängen wir mal hier schnell ab und dann gucken wir uns mal hier unten um. Schließlich können wir jetzt 900 Meter runter oder zumindest tiefer als 500 Meter, was ja hier schon fast erreicht ist. Und hier haben wir uns noch gar nicht so wirklich groß umgesehen. Ich bin mal gespannt. Für jetzt langt es erstmal. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und wünsche einen schönen Tag noch. Servus!